Autopilot ausgeschaltet. Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem MXC-Universum, kurz vor der terranischen, ja, Werft. Aber mir ist gerade noch eingefallen, mein Problem liegt daran, ich brauche ja noch ein bisschen Kohle. Und jetzt komme ich halt doch nicht drum herum, um mich nochmal, das ist das falsche Menü, zum Hauptquartier zurück zu teleportieren und eventuell noch ein bisschen ja, Handel zu treiben. Und deswegen habe ich jetzt auch beschlossen, die Astrid einfach bei Hatequa zu parken, nämlich auf dem Freihafen, um dort dann einfach hin teleportieren zu können. Um dort halt noch schneller zu verkaufen, als wenn ich da jedes Mal einzeln hinfliege. Ist natürlich jetzt noch ein bisschen der kleine Tipp von Ronolein, der ja dann auch gemeint hat, er hat ab und zu bei wichtigen Stationen einen kleinen Jäger dort stehen, wo er sich dann einfach mal hin teleportieren kann. Ich mache das jetzt mit der Astrid. Und vorher versuche ich noch so viel Kohle wie möglich zu machen, denn ich bin den ganzen Weg ja nicht so weit geflogen, um am Ende an fehlenden Geldmitteln zu scheitern, um das Ding dann auszurüsten. Ja, bei den Raumfliegeneier reicht es leider nicht. Feldmatrix, das ist eigentlich auch nicht so viel da. Fluxkompensatoren haben wir dafür 3. So, ja gut, hier haben wir... Da haben wir jetzt auch immer noch nicht ganz so viel. Ja gut, das nehmen sie ja noch nicht, leider. Ja, da wird jetzt gar nicht mal so viel mehr Kohle für rauskommen, aber besser wie nix. Dann erstmal zurück auf wieder La Schwanengesang. Weil bis die Astrid da ist, dauert es auch noch einen Moment und ich gucke mal, ob ich das dann nicht bis dahin dann halt so lösen kann. Erreiche System. Zoll. Wir müssen ja auch erstmal andocken. So, Haley, tschüss. Terranische Schiffswerft. Ein bisschen näher fliegen. Erlaubnis erteilen. Na, vielleicht doch ein bisschen zu früh abgebremst. Der Boost bringt hier natürlich auch so gut wie nix. Das Schiff ist halt, wie gesagt, so im Normalbetrieb halt einfach zu langsam. Aber dafür bin ich ja jetzt hier, um das zu ändern. Einen geschenkten Gau-Shop und nicht ins Maul, aber hier muss man auf jeden Fall ein bisschen nachbessern, da hilft alles nichts. So, da ich hier keine natürlichen Feinde erwarte, kann ich auch das Schild fast runter boosten. Ach Gott, jetzt muss ich von der anderen Seite sogar noch ran. Ja, vielleicht reicht es ja, wenn ich mich dann da einmal drehe. Ja, das will ich ja danach machen. Mal hier andocken. Ich hoffe, das Ding hat einen Landecomputer, dass ich da jetzt locker flockig. Ja, ich weiß, dass ich mich drehen muss. Das ist mir nicht neu.
So, da werden wir jetzt erstmal ausgerichtet. Jetzt müssen wir eigentlich nur hier da zur Seite. Eigentlich. Ja. Es gibt einen fortschrittlichen Landecomputer. Sehr schön. Genau. So, wenn wir das mal angedockt haben, können wir da locker flockig erstmal jetzt die ganzen Sachen, die wir vorhatten, umsetzen. Erfolgreich angedockt. Nämlich hier. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. So, hier sind wir ja hauptsächlich für da, nämlich für den Schildgenerator. Ich bin gerade ein bisschen irritiert davon, dass es tatsächlich nur eine Variante davon gibt. Und wenn ich jetzt den Reise nehmen würde, haben wir noch weniger in der Normalgeschwindigkeit. Okay, gut, aber dafür haben wir das schon mal mit dem Schildgenerator. Wie sieht es hiermit aus? Jetzt sind wir jetzt aber schon bei 6 Millionen. Ja, Launchantrieb MK3 wäre natürlich jetzt auch nicht verkehrt, wobei so viel bringt das auch nichts mehr. So, gut, dann werden wir die... Ja, ich sag ja, das wird ziemlich eng. Ob wir da jetzt noch groß zu modifizieren kommen, das wird sich zeigen. Ja, das sind die Hauptgeschütze, die bleiben natürlich. Und ja, könnte ich jetzt auch noch MK3-Schilde für die einzelnen Geschütze auswählen, aber das wird dann sonst zu teuer. Deswegen machen wir jetzt erstmal nur... Haben wir noch 1 Million und da jetzt noch modifizieren. Ja. Egal. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal die großen Schilde drauf, die ich dann jetzt auch nochmal versuchen würde zu modifizieren. So, das Upgrade wird durchgeführt, die ganzen Schilde werden getauscht. So. Da haben wir den Mond im Hintergrund. Ist denn die Astrid ist in stiller Zeuge? Jawohl. So, dann einmal dahin teleportieren. Erreiche System. Stiller Zeuge. Jetzt auch nicht so viel bringen, aber wenn ich das, wenn ich jetzt noch modifizieren will, da brauche ich auf jeden Fall Kohle für. Vielleicht jetzt auch wieder den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ausgesucht, um so eine Aktion hier durchzuführen, aber das Wichtigste haben wir auf jeden Fall schon erledigt. Und was ich halt auch ganz gerne noch machen würde, wäre die, wenn es denn geht, das muss ich erstmal gucken, die Geschütze halt noch modifizieren mit plus Schaden. Um halt so ein Xenon K halt auch schnell ausschalten zu können. Hallo, kann ich helfen? Bitte sehr. So, Fluxkompensator 3. Einmal weg, das haben wir schon mal 500.000. 700.000. Die wollt ihr immer noch nicht haben, ne? Nee. So. Also, da kann ich ein bisschen was machen. Mit ein bisschen Würfelglück. Viel Glück da draußen. Und zurück. Also diese universumsweite Teleportation lohnt sich halt echt zu erforschen. Sonst müsste ich jetzt noch mehr hin und her fliegen. Erreiche System. Zoll. So, und hier wollen wir zum Schiffshändler. Ja, also grundsätzlich Rumpfmodifikation, Triebwerksmodifikation. Also da würde ich jetzt sogar mit anfangen, dass wir da hoffentlich
Eine Vorwärtsschub-Modifikation. Da würde ich sagen, reicht erstmal eine kleine. Hauptsache, wir kommen ein bisschen weiter voran. Ich hoffe, so, hier die Zahl muss größer werden. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, ist zwar immer noch nicht so die Welt, ja, aber... Aber dass das beides negativ hier ist, wir können ja nochmal für 50 umbauen. 50.000 ist ja jetzt nicht so... Ich glaube, das ist der negative, das Negative, was wir dabei haben. Ich schaue gerade mal hier. Da haben wir bis zu 30, aber weitere Eigenschaften, welche auch immer das sind. Wollen wir es mal riskieren? Also hier würde ich jetzt denken, wir haben jetzt einen Vorwärtsschub von 104. Die Boostgeschwindigkeit ist nur bei 146 und die Reisegeschwindigkeit ist auch nur noch maximal bei 2399. Ich denke mal, es wäre eigentlich zu verkraften. Wir probieren das jetzt mal hier mit einem. So, hier, genau, da sieht das auch schon besser aus. Da kriegen wir auch positive Eigenschaften. Wobei wir jetzt auch nur bei 84 sind. Das ist jetzt auch nicht so viel. Also über 100 wollte ich schon ganz gerne. Sind auch nur bei plus 14%. Ich baue noch einmal um. Ja. Ist jetzt sogar noch schlechter geworden zu eben. So, hier. So lassen wir das. 89, weil ich will das Schild noch hier drauf montieren und ich habe jetzt, wie gesagt, keine Kohle mehr. Ich würde jetzt auch fast sagen, ich lasse die hier angedockt und organisieren wir halt irgendwie nochmal Kohle. Aber was wir auf jeden Fall nochmal machen müssen, ich glaube bei Rumpf. Schiffsmasse, da können wir da auch noch was an Geschwindigkeit tun, oder? Oder hat das was hier mit Nicken und Gieren zu tun? Ja, komm, einmal. Ja, genau. Die Schiffsmasse hat natürlich auch Einfluss darauf, wie wendig wir sind. Und das lasse ich mir gefallen jetzt hier. Ja. Das können wir so lassen. Und jetzt noch eine Schildmodifikation und hoffen, dass... Schildkapazität, das haben wir hier verbannt. Schild wieder Aufladerate. Ja, das bringt aber nichts, wenn wir dauernd beschossen werden. Davon gehe ich aus. So, wir haben jetzt die Wahl zwischen Schildkapazität plus 30% und zwei weitere Eigenschaften. Oder eine Pavese, wo wir keine weiteren Eigenschaften haben, aber dafür bis zu 70 plus 70 an Schild bekommen. Ich denke mal, das nehmen wir auch fürs Erste. Oh, 67, da haben wir richtig Glück gehabt. Ja, das können wir auch so lassen. Also ich muss das Schiff jetzt erstmal nicht hier lassen. Aber damit meine kleinen Händler hier nochmal tätig werden können, will ich trotzdem nochmal ein bisschen sehen, dass ich noch was von... eine Station holen kann. Ja, jetzt können wir ja, jetzt könnte ich sogar doch noch ein bisschen rumspielen. Bis zu 1 Million circa rum. Na, gucken wir mal, was können wir noch machen? Genau, Waffen. Ha, gut, dass ich noch hier geblieben bin. So, und zwar würde ich eine übelste Schadenmodifikation. Hier haben wir plus 30. Und hier können wir bis plus 45 haben. Können die auch genau dreimal bauen, weil wir genau dreimal einzigartige Waffenkammer haben. Das ist sehr schön, das passt. Ich würde sagen, in Vaso Oberflächen Schadenmodifikation. Was ist hier? Verwüster. Zeigt er mir irgendwie nicht an, warum auch immer. Oberflächenelemente, Schadensmodifikation. Was auch immer das heißen soll.
Waffenschaden an Oberfläche, hier steht's ja. Oberflächenelementen. Ah! Damit sind so weit wie Geschütztürme und so weiter gemeint, ne? Und das ist der allgemeine Waffenschaden einfach nur. Ja, dann nehmen wir jetzt die normalen Verwüster. Ja. Machen wir erstmal die anderen. Ah, das sieht schon ein bisschen besser aus. Und dann einmal nochmal hier. Ja, okay, gut. Also weit von den 30 entfernt. Ich könnte jetzt hier nochmal umbauen, aber ihr seht, viel besser wird das nicht. So, 15. Da haben wir 19. Jawohl, perfekt. So, jetzt haben wir noch unsere Millionen hier. Ich denke, so können wir mit dem Schiff losziehen. Da können wir jetzt mit dem Schiff losziehen. Hallo? Ah, da war der andere wahrscheinlich noch. Jetzt. So, dann würde ich sagen, wir bewegen uns jetzt. Gucken, kann ich hier noch Crew nachziehen. Servicemannschaft, genau, da hatte ich ja jemanden runtergenommen. Das passt so. So, das geht schnell, eine Person noch zu und fertig ist der Lack. Und dann docken wir mal ab. So, und jetzt müssten wir mit 115 waren es, glaube ich, jetzt hier durch die Gegend kacheln. Das ist ja im Vergleich zu vorhin ja nochmal ein richtiges Upgrade. Aha, jetzt habe ich versehentlich eine Taste gedrückt, die ich sonst eigentlich nie benutze. Und da ist der Sensor drauf, das ist ja auch spannend. Aber den wollte ich eigentlich gar nicht, sondern ich wollte den Autopiloten. Autopilot eingeschaltet. Also auf jeden Fall besser als die 73. Ist zwar immer noch nicht ganz optimal. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Shintuaga Majestic fliegt. Aber da könnte ich ja theoretisch auch nochmal einen Rumpfmodifikator hinzufügen. So, ich denke also schon, dass ich jetzt hier mit dem K aufnehmen kann. Das Einzige, was weiß ich nicht, wie das mit den Jägern ist. Wie gut die Geschütze dann halt darauf reagieren. Ja, verteidigen kann ich ja so lassen. Gut, dann geht es jetzt wieder zurück in vertrauten Raum. So, ich will mal gerade schauen, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, das habe ich natürlich wieder vollkommen ignoriert. Bei der ganzen Geschichte. Zu gucken, wo ich denn hin muss. Und ja. Ja, wir gucken einfach mal, ob das uns jetzt. Ob wir da jetzt ein bisschen besser mit klarkommen. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen wieder. Das ist. Ja, die Sache ist die, ob ich die Minen nicht mit dem kleinen Schiff mache, mit der Nexus Narnia.
und dann die schweren Missionen wie die Geschütztürme ausschalten und das Xenon K jagen, ob ich das dann nicht hier mit dem Zerstörer mache. Autopilot ausgeschaltet. Ich denke mal fast, das ist die sinnigere Variante von beiden. So, das heißt, ich werde jetzt einfach mal die Lala Schwanengesang dort platzieren. Guten Tag. Hallo. Kann ich helfen? Erreiche Venus. So. Und ich hingegen werde mich jetzt auf die Nexus Narnia verfrachten und werde versuchen, die Mission so zu erledigen. Erstmal also die Minen zu zerstören. Das sollte ich mit dem kleinen, schnellen Schiff eigentlich hinkriegen. Und dann muss ich gucken, je nachdem, wo die Station und so weiter ist, ob das alles in der gleichen Gegend ist oder ob ich dann noch woanders hingeschickt werde. Autopilot ausgeschaltet. Erreiche System. Profitabler Handel. Das wird sich dann zeigen. So. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es auf jeden Fall schon mal so aus, dass da ein Manager zugewiesen werden kann. Das gehört auch zur Aufgabe. So, dann nehmen wir wieder einen. Hier, der hat schon 2 Sterne. Händler 2. Ja, macht vielleicht sogar Sinn, dass die bei Händlern halt mehr über Management lernen. So. Aber fertig ist das Ding wahrscheinlich noch nicht. Nee. Da fehlt noch einiges an Hüllenteile und Nanotronik. Hier kommen aber Hüllenteile. Ja, ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern, bis die Station fertig ist, aber Manager ist auf jeden Fall schon mal da. Und dann mal gucken, was ich da einstellen soll, weil ich soll ja besonders günstigen Preis dort anbieten. Jetzt verstehe ich auch, was der Sinn dahinter ist, nämlich das Terranische Protektorat möchte halt, dass ich hier die Höhlenteile billig verramsche und die auf ihren Sitzen bleiben, die Argonen, und somit halt keinen Umsatz machen und somit halt wirtschaftlich etwas geschwächt werden. Ob das jetzt natürlich so viel ausmacht, weiß ich nicht. In Wahrheit dürfte das auch wieder so eine Tutorial-Mission bei den Terranern gewesen sein. Hier, so baut man eine Station, guckt ihr es mal an. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Vielleicht müssen wir sogar noch Händler zuweisen, ich weiß es nicht. Aber ja, momentan wird ja noch gebaut. So, dann docken wir jetzt mal ab hier. Wir fliegen dann jetzt auch schon mal Richtung Xenon-Gebiet. Autopilot eingeschaltet. Tja, und dann schauen wir mal, ob sich das, wie sich das dann so entwickelt. Weil ich weiß nicht, hier sind zwar etliche Xenon durchgekommen und vernichtet worden von meinem Bollwerk. Wenn ich Glück habe, sind das die großen Verbände, die sich dann hier halt aufgelöst haben. Wenn ich Pech habe, sind da noch mehr als vorher. Weil ich jetzt ja relativ schnell unterwegs bin.
So, aber dann schauen wir mal, dass wir die Mission dann auch bald erledigt haben. Ja, ja, wir sollen den erforderlichen Preis für die Waren ansetzen, das machen wir dann. Also das sieht schon nach einer Tutorial-Mission aus. Um zu zeigen, wo stellt man was ein und so weiter. Oder was hat man für Möglichkeiten. Aber egal, wir machen alles, was uns angeboten wird. Wir machen alles, was uns angeboten wird. Und ja, das wird jetzt hier Einschüchterung des Vigor-Syndikats. Chase Glaser töten. Das ist auf jeden Fall jetzt das große Ziel. Im Endeffekt habe ich ja schon jetzt hier 60 Kleinjäger, 3 Korvetten. Wobei ich die definitiv auf 10 hochballern will und dann mal gucken, ob ich nicht auch noch ein paar Jäger mit dazu packe, weil ich will da auf jeden Fall eine Überzahl schaffen, diesmal. Und hoffe, dass die Mission nicht so angelegt ist, dass das Spiel abfragt, so mit was kommt er da rein und wirft dann das Zehnfache entgegen, ja, dass da irgendwie die Gegner spawnen oder sowas. Das fände ich dann ein bisschen sehr schade, das würde wieder dem Simulationsaspekt so ein bisschen widersprechen. Denn ich investiere ja auch hier richtig, richtig Asche rein in die Flotte gerade. Und ich weiß, ich bin mir relativ sicher, dass ich so 50 bis 70, wenn nicht sogar 80% Verlust von den Jägern haben werde. Mit ganz viel Pech sogar einer der Zerstörer, was ich natürlich jetzt nicht hoffen werde. Was ich nicht hoffen werde. Aber ja, erstmal hier die Xenon-Geschichte. Erreiche System 18 Milliarden. Genau, Haley ist unterwegs mit dem Lala-Schwanengesang. Auf die steige ich nämlich dann um für den Rest, je nachdem, wo ich dann auch dann dahin muss. Ah. Ah, okay, gut, dann muss ich das jetzt anders machen, dann muss ich die Zuweisung aufheben. Dann muss ich die Zuweisung natürlich aufheben, wenn die automatisch, das wusste ich jetzt gar nicht, automatisch wieder... Erreiche System, stiller Zeuge. Gerade mal schauen, hinfliegen und warten, ja, der Befehl existiert noch. Also wenn Haley wieder das Kommando übernimmt, ist er automatisch wieder Teil der Flotte. Auch gut zu wissen, nice to know. So, jetzt aber erstmal Richtung Xenon-Gebiet. Also Ziel ist jetzt, ganz schnell durchzubrechen, die Minen schnell wegzumachen und dann möglichst allen feindlichen Autopilot ausgeschaltet. Allen feindlichen Systemen ausweichen. Ich meine nicht System, ich meine natürlich hier die allen feindlichen Xenon. So, der kommt da wohl vorbei. An meinem Bollwerk oder ist rechtzeitig ausgewichen, wie auch immer. Aber das alles, ob das funktioniert oder nicht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal, euer Shintuaga. Macht's gut. Ciao, ciao.